Herzlich willkommen zu unserer Sendung WKO im Bezirk On Air. Heute sind wir in der Josefstadt. Im 8. Bezirk wird ein hervorragendes Gesprächsklima zwischen Wirtschaft, Polizei, Politik und anderen Bezirksorganisationen gepflegt. Dadurch hat sich auch das heutige Thema ergeben. Wir sprechen über Recht und Haftung, Unterstützung für Unternehmen. Ich stelle dazu gleich in Kürze Fragen an meine Studiogäste. Und hierzu begrüße ich zunächst meine Studiogäste, und zwar ganz herzlich Wirtschaftskammer Wien, Bezirksobmann für die Josefstadt, Wolfgang Primisser. Schön, dass Sie da sind. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen auch an Herrn Dr. Bernhard Latki. Er ist Experte im Rechtsservice der Wirtschaftskammer Wien. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und last but not least ein herzliches Willkommen auch an Herrn Helmut Mojescik. Er ist Fachgruppenobmann der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Sehr gerne. Meine erste Frage gleich an Sie, Herr Obmann. Sie haben ja das Thema vorgeschlagen. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Und ich gehe davon aus, dass auch in der Josefstadt oft über das Thema Recht und Haftung gesprochen wird. So ist es. Wir haben bei Betriebsbesuchen, bei Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern dieses Thema immer wieder gefragt bekommen. Und dazu kommt, dass auch ich, so wie viele andere, als Einzelunternehmer tätig bin. Und da haftet man unbegrenzt mit Privatvermögen, und es gibt dem Thema natürlich eine gewisse Wucht. Mhm. Haben Sie irgendeinen Tipp für Unternehmen? Was kann man denn machen, um Probleme schon im Vorhinein vielleicht ein bisschen zu umgehen? Was ich empfehle, empfehle ich eigentlich zu den meisten Dingen, nämlich strukturierte Planung. Ich setze mich hin, ich gehe meine Abläufe, meine Geschäftsabläufe, meine Businessmodelle durch, schau, wo sind die Schwachstellen, wo kann ich diese Schwachstellen schon im Vorfeld ein bisschen abfedern. Ich mache meinen Plan, ich durchdenke mir zum Beispiel ein Worst-Case-Szenario und bereite einen Ordner vor, wo ich die Versicherungspolizen, die Verträge, die Kontaktdaten hineingebe, damit ich im Akutfall dann schnell reagieren kann. Also mal sicher ein guter Tipp, das mal wirklich vorzubereiten, wirklich in einem Ordner, der dann griffbereit ist. Ich möchte mal gerne die rechtliche Seite anschauen. Welche rechtlichen Probleme können denn auftreten für Unternehmer, Unternehmerinnen? Ich gehe davon aus, dass es eine Fülle sein kann. Was sind denn die am häufigsten auftreten? Und vielleicht kann man irgendwas auch sagen, dass man das vielleicht schon im Vorhinein ein bisschen verhindern oder vermeiden kann. Also im Bereich der Haftung gibt es im Prinzip zwei große Punkte, die Auslöser für einen Haftungsfall sein können. Das eine ist im Bereich des Vertragsrechts. Hier kann es sein, dass die jeweiligen Vertragspartner der Ansicht sind, ein Vertrag wurde nicht ordnungsgemäß erfüllt, dass noch irgendwelche vertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen sind, dass nicht alles bezahlt wurde, dass vielleicht ein Gewährleistungsfall vorliegt und so weiter. Der andere große Punkt ist das Schadenersatzrecht. Hier wiederum unterscheiden wir zwischen einem vertraglichen und einem deliktischen Schadenersatzanspruch. Beim vertraglichen ist es so, dass der vermeintliche Schädiger gegen eine vertragliche Verpflichtung verstoßen hat und daraus ein Schaden resultiert. Beim deliktischen Schadenersatz gibt es in der Regel kein Vertragsverhältnis, das dem Sachverhalt zugrunde liegt, sondern es wurde in ein sogenanntes absolut geschütztes Rechtsgut eingegriffen. Das kann jetzt das Eigentumsrecht sein, das kann die körperliche Unversehrtheit sein. Und wenn jetzt jemand entweder am Körper verletzt wurde oder wenn das Eigentum einer Person verletzt ist, dann hat man einen Anspruch gegen den Schädiger auf Kompensation des Schadens. Was jetzt die Prävention angeht, dann müsste man beim deliktischen Schadenersatz einfach sagen, bitte aufpassen, dass eben nicht in die absolut geschützten Rechtsgüter anderer Personen eingegriffen wird. Beim vertraglichen Schaden oder bei vertraglichen Haftungen, da ist es wichtig, dass man bereits bei Vertragsabschluss sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt. Es ist so, dass wir in den allermeisten Fällen keine Formvorschriften haben. Das heißt, Verträge können auch mündlich zustande kommen, sie können sogar konkludent, also nur durch Zeichen zustande kommen. Man denke da an den ganz normalen alltäglichen Einkauf im Supermarkt, den kann man abwickeln, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Gerade bei komplexeren Verträgen empfehlen wir aber allein schon aus Beweisgründen unbedingt einen schriftlichen Vertrag abzuschließen und sich da die Zeit zu nehmen, einmal zu überlegen, was möchte ich, was möchte die Gegenseite, besteht hier überhaupt Konsens, wollen alle dasselbe und wie kann man diesen gemeinsamen Vertragswillen möglichst gut in Worte fassen und so einen Vertrag errichten, der dann im Endeffekt beiden zugutekommt, damit eben dann im Nachhinein nicht Streitigkeiten darüber entstehen, was eigentlich vereinbart war.
Nun sind Sie ja Rechtsexperte in der Wirtschaftskammer Wien. Mit welchen rechtlichen Problemen kommen denn die meisten Mitglieder zu Ihnen? Also häufig wenden sich Mitglieder an uns, wenn Forderungen geltend gemacht werden. Sei es jetzt, dass vermeintliche Ansprüche aus Vertragsverhältnissen bestehen, sei es, dass ein Schadenersatzanspruch geltend gemacht wird. Und dann wollen die Mitgliedsbetriebe wissen, wie sie sich am besten in diesen Situationen verhalten sollen. Ein anderer Punkt, der häufig mit uns besprochen wird, ist das Thema AGBs. Es gibt grundsätzlich keine Verpflichtung, AGBs seinen Verträgen zugrunde zu legen. Empfehlenswert ist es dann, wenn regelmäßig eine Vielzahl gleichartiger Verträge abgeschlossen werden wird. Und da bietet die Wirtschaftskammer als Service für ihre Mitglieder die sogenannte AGB-Datenbank an. Das ist eine Sammlung von Muster-AGBs für die allermeisten Branchen, die in der Wirtschaftskammer vertreten sind. Und wenn man als Unternehmer der Meinung ist, man könnte davon profitieren, dann empfiehlt es sich sicher mal, sich diese Datenbank anzuschauen und zu sehen, ob diese Muster-AGBs vielleicht hilfreich sind. Und im Alltag ist es dann besonders wichtig, wenn man diese AGBs hat, dass diese vor Vertragsabschluss vereinbart werden und da auch ein Konsens besteht. Die wenigsten Leute lesen die AGBs, auch wir Juristen tun das in den seltensten Fällen. Aber wichtig ist, dass man zumindest die Möglichkeit hätte, noch vor Vertragsabschluss Einsicht in diese AGBs zu nehmen. Wenn man dann erst mit der Rechnung die AGBs präsentiert bekommt, ist es bereits zu spät. Dann sind sie nicht Bestandteil des jeweiligen Vertrages und man kann sich natürlich auch nicht auf diese AGBs berufen. Wir blenden den Link zu dieser Datenbank der AGB-Sammlung, den blenden wir ein. Wir reden dann auch gleich über das Thema Versicherung. Da passt ja auch einiges dazu, über das wir noch reden sollen. Zunächst lassen Sie uns aber einen gemeinsamen Blick in den Bezirk werfen. Unser Bezirksobmann war in der Josefstadt unterwegs und hat mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie meinem Anwalt zum Thema gesprochen. Herzlich willkommen in unserer wunderschönen winterlichen Josefstadt. Mein Name ist Wolfgang Premisser. Ich bin WKO im Bezirk Obmann für die Josefstadt. Wir haben uns für 2023 den Schwerpunkt Recht und Haftung für Unternehmen gesetzt. Und ich möchte Sie bitten, kommen Sie mit mir durch die Josefstadt. Vielleicht können wir ein paar Fragen für unsere Experten hier einsammeln. Herr Magister Georg Kudrener ist ein junger, dynamischer Rechtsanwalt mit starkem Bezug zur Josefstadt. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier bei dir sein dürfen, in deiner wunderschönen Kanzlei auf der Freiung. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Danke fürs Kommen. Ich habe dir ein paar Fragen aus der Josefstadt mitgebracht. Bist du bereit? Ich hoffe. Beginnen wir mit den allgemeinen Fragen. Brauche ich Anwälte eigentlich nur im Akutfall oder gibt es auch präventive Unterstützung? Also ich würde sagen, in meiner anwaltlichen Tätigkeit im Bereich des Wirtschaftsrechts sind circa 2/3 sogar präventive Unterstützung, also vor allem Vertragserrichtung, Vertragsgestaltung, Gesellschaftsgründungen. Und sozusagen genau diese präventive Unterstützung ist ja dazu da, um danach Streitigkeiten, Akutfälle zu vermeiden. Es gibt ja verschiedene Gesellschaftsarten, es gibt oder Rechtsformen, es gibt die Einzelunternehmer, es gibt die Kapitalgesellschaften mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Da gibt es einen Unterschied in der Haftung, richtig? Also das Thema Haftung ist bei der Auswahl der richtigen Rechtsform für mein Unternehmen ein ganz wesentlicher Aspekt. Nicht der einzige, aber ein ganz wesentlicher. Warum? Während ich als Einzelunternehmer und bei einer Personengesellschaft, also OG bzw. KG, außer ich bin Kommanditist einer KG, unbeschränkt und unmittelbar hafte, und zwar auch mit meinem gesamten Privatvermögen, hafte ich als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, also vor allem GmbH, aber auch AG, nur in der Höhe meiner Stammeinlage grundsätzlich. Als Geschäftsführer einer GmbH hafte ich nur dann, wenn ich mich anders verhalte, als es von mir als Geschäftsführer zu erwarten ist und dadurch ein Schaden entsteht. Das heißt, gerade wenn ich ein Unternehmen gründe mit hohen Investitionskosten und oder mit hohen Haftungsrisiken, sollte ich mir jedenfalls gut überlegen, ob ich nicht eine GmbH gründe. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
und man muss sich alle Aspekte anschauen. Aber das Thema Haftung ist natürlich bei der Auswahl der richtigen Rechtsform ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich Probleme kommen sehe, soll ich zuerst zur Versicherung gehen oder zuerst zum Anwalt? Also das kommt drauf an, wobei, wenn ich schon mit Problemen rechne, ist es meistens auch schon zu spät der Weg zur Versicherung. Da ist meine Empfehlung aus der Praxis heraus, am Anfang, wenn ich ein Unternehmen gründe, den Weg zu diversen Stakeholdern zu suchen. Zum Rechtsanwalt für die rechtlichen Aspekte und die rechtliche Gestaltung, aber eben auch zum Versicherer, zum Versicherungsmakler, um mir anzuschauen, welche Versicherungen gibt es, um die bestehenden Haftungsrisiken möglichst abzudecken und zu reduzieren. Und natürlich aber auch zum Steuerberater, um die ganzen steuerlichen Aspekte in dem abzuklären. Wenn ich jetzt in akuten Problemen bin, es ist jetzt soweit, es ist noch was passiert, was empfiehlst du mir? Also wenn dieses akute Problem auch nur irgendwas Denkmögliches mit rechtlichen Aspekten zu tun hat, dann gibt es meiner Meinung nach zwei Tipps. Der eine, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und zum zweiten, wirklich auch mit seinem Rechtsanwalt, mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufzunehmen und mit dem das zu besprechen. Lieber einmal zu viel nachzufragen als einmal zu wenig. Bist jetzt seit 4 Jahren bei uns in der Josefstadt, hast also die komplette Corona-Geschichte und alles mitgemacht. Du bist Unternehmer im wahrsten Sinn des Wortes und unternimmst etwas in schwierigen Situationen und du hast dich entschieden, einen Paketjob in deinem Geschäft zu integrieren. Das kommt sehr gut rüber an die Nachbarschaft, weil sie sagen, sie müssen jetzt nicht mehr in den 7. Bezirk herumlaufen oder irgendwo anders, in den 16. Und ja, das ist halt, freut mich sehr, dass es gut rüberkommt. Du hast aber auch eine Frage zu diesem Thema. Du kriegst ja Pakete, von denen du nicht weißt, was drin ist. Was ist deine Frage an unsere Spezialisten? Bin ich also verantwortlich für den Inhalt? In der Regel nicht. Er darf ja gar nicht in diese Pakete schauen. Es gibt ja sowas wie ein Briefgeheimnis. Das heißt, es wird ihm auch keinerlei Pflicht aufgebürdet sein, hier in Pakete nachzusehen. Ich glaube, der einzige, aber wahrscheinlich sogar eher theoretische Fall, wo er in eine Haftung kommen könnte, ist, wenn der Kunde schon mehrmals in der Vergangenheit auffällig war, mehrmals gefährliche Pakete gebracht hat oder Pakete mit verbotenen Sachen und der Unternehmer das weiß, ja, dann wird man vielleicht schon sagen können, da muss er auch irgendwie nachschauen, Rücksprache halten vor allem und allenfalls auch die Annahme des Pakets verweigern. Hallo, servus. Hallo Wolfgang, schön dich zu sehen. Wie der Zufall so spielt, treffe ich Judith Edelmann hier in der Josefstadt. Ist kein wirklicher Zufall, weil du bist sehr viel hier unterwegs. Du bist ja auch seit einem Jahr Obfrau der IG Kaufleute Josefstadt. Wie geht's da so? Mir geht's sehr gut. Wir sind akribisch unterwegs, mein Team und ich, und haben sehr viele schöne Veranstaltungen schon im vergangenen Jahr gehabt. Zum Beispiel die Weltreise der Musik und waren und sind verantwortlich für die schöne Weihnachtsbeleuchtung in der Josefstädterstraße. Die Kugelnkörner der IG Kaufleute. So ist es. Wir sind Eigentümer und haften auch voll dafür. Das heißt, der Vorstand und ich als Obfrau hafte voll. Und wir müssen alle Vorschriften einhalten. Das wird streng überprüft und müssen im Zweifel auch den Schädel hinhalten, wenn das passiert. Wenn du deine Mitgliederbetriebe besuchst, gibt es da eine Frage, die immer wieder kommt? Eine rechtliche Frage zu Recht und Haftung? Ja, da fällt mir was ein. Und zwar diese Kaufleute mit einer Ausräumgenehmigung. Wer haftet dafür, wenn was passiert? Also, soweit mir bekannt, haben sich die österreichischen Gerichte noch nicht damit beschäftigen müssen. Womit sich aber die österreichischen Gerichte auch schon in der Vergangenheit beschäftigt haben, sind Fälle, wo im Supermarkt beispielsweise jemand ausgerutscht ist, weil der Boden nicht ausreichend getrocknet wurde oder Obst am Boden lag. Und vielleicht kann man hier aus rechtlicher Sicht ein wenig den Vergleich ziehen. Das bedeutet, wenn ich durch eine Warenausräumung hier irgendwelche Gefahrenstellen schaffe, ja, also das heißt, Waren dann plötzlich am Gehsteig liegen, irgendwelche Nägel oder dergleichen herausschauen, dass mich hier eine Pflicht trifft, diese Gefahrenstellen möglichst schnell wieder auch zu vermeiden. Und wenn ich dieser Pflicht nicht nachkomme,
dann könnte es sehr wohl sein, dass mich auch eine Haftung trifft. Ähnlich verhält sich es, wenn ich auch irgendwelche gesetzlichen Pflichten oder Pflichten aus meinem Genehmigungsbescheid für die Warenausräumung, wenn ich die nicht einhalte. Also wenn es da Auflagen gibt und ich die einfach nicht beherzige oder eben auch zum Beispiel, wenn ich A-Ständer aufstelle, ohne das eben zu dürfen. Lieber Georg, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine erhellenden Ausführungen, für deine Expertise. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen werden im Rahmen der Recht und Haftungsschwerpunktes in der Josefstadt. Und nochmals vielen Dank. Ein spannender Beitrag. Wir haben im Film gesehen, die Frau Obfrau Judith Edelmann von der IG Kaufleute Josefstadt. Was erlebt man denn mit ihr, wenn man unterwegs ist mit ihr in der Josefstadt? Was sagen denn Unternehmer, Unternehmerinnen zu Ihnen? Das derzeit beherrschende Thema ist natürlich die Energiekostenproblematik. Aber die Josefstadt ist ein Dorf, man plaudert über alles Mögliche, man kennt sich. Und wenn wir durch die Geschäfte durchgehen, dann gibt es Fragen, Wünsche, Anregungen. Und hin und wieder gibt es auch Lob. Ja. Zum Beispiel die Luftsteuer, Gebrauchsabgabe, wie es eigentlich richtig heißt, wie wir die für die meisten Anwendungen wegverhandeln konnten. Da haben wir schon die eine oder andere Schulterklopfaktion gehabt im Bezirk. Die Luftsteuer war quasi für Markisen, alles, was in den öffentlichen Raum... In den öffentlichen Raum hineinragt. Genau, übergeblieben ist eigentlich nur die Lichtreklame. Also Lichtreklame ist nach wie vor steuerpflichtig. Alle anderen Anwendungen sind im Wesentlichen weg. Ja, dafür kann man die Wirtschaftskammer schon loben. Ne? Würde ich tolle auch so Sache. Sehen. Herr Doktor, was sagen Sie zum Beitrag? Ist Ihnen was aufgefallen? Na, aufgefallen ist mir, dass die Fragen, die im Video gestellt wurden, eins zu eins auch so bei uns in den telefonischen und schriftlichen Beratungen vorkommen im Rechtsservice. Es sind tatsächlich häufig ähnliche Fragen, die die Unternehmer bewegen. Eben, wie kann ich Haftungen vermeiden? Was mache ich, wenn ich mit Ansprüchen konfrontiert werde? Und vielleicht ein Tipp, den ich in dem Zusammenhang noch gerne geben würde, ist, wenn es jetzt zu dem Fall kommt, dass eine andere Person Ansprüche geltend macht, ist es immer am besten, den Konsens zu suchen. Oft ist es ja so, dass Vertragsverhältnisse auf eine sehr lange Dauer ausgelegt sind und man dementsprechend ein Interesse an einem guten Einvernehmen mit den anderen Vertragsparteien hat. Und auch wenn es vertragliche Vereinbarungen gibt, kann man ja jederzeit eine sogenannte Novation vornehmen, sprich ein- oder konsensual die Verträge ändern, anpassen an die neuen Gegebenheiten. Ein Anwendungsfall waren zum Beispiel Vertragsverhältnisse während der Lockdowns, ein Fall, den die wenigsten vorhergesehen haben. Und da war es am besten, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern eben den Konsens mit seinen Vertragskollegen oder mit seinen Vertragspartnern zu suchen und nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen, um eben einen kostenintensiven Rechtsstreit zu vermeiden. Herr Mojeszczyk, jetzt schauen wir uns einmal die Versicherungsseite an. Sie haben den Beitrag gesehen. All die Fälle, die da vorgetragen wurden, welche Versicherungen könnten denn da helfen? Welche Versicherungen würden das abdecken? Was kommt denn da von Ihrer Seite? Also im Beitrag hat man gehört, man redet mit dem Anwalt, mit dem Versicherer, mit dem Steuerberater. Wir haben wöchentlich Unternehmensgründungen in unserer Kanzlei. Wir leben das so, dass wir den Steuerberater und den Anwalt des Klienten kennen und diese im Team arbeiten. Und das machen wir seit 18 Jahren und es funktioniert sensationell. Im Schaden ist es gut, wenn wir als Versicherer den Vertrauensanwalt des Kunden kennen und den Steuerberater brauchen wir sowieso ununterbrochen, weil Betriebsunterbrechungsversicherungen permanent angepasst werden müssen und Verträge ständig überarbeitet werden müssen. Und das funktioniert in vielen Bereichen immer nur in der Kommunikation zwischen uns und dem Steuerberater. Das wichtigste Thema für Unternehmer, das ist aus den Erklärungen vom Herrn Doktor sehr gut hervorgegangen, ist der ganze Bereich Haftung, für den ich eine Haftpflichtversicherung brauche. Haftpflicht ist ein extrem komplexes Thema, wo das ganze Schadenersatzrecht dazugehört. Wenn Sie sich so ein Lehrbuch über Haftpflicht anschauen und nur die großen Überschriften betrachten, dann hat so ein Buch ungefähr so viele Seiten wie das Alte und das Neue Testament zusammen. Also es ist eine irre komplexe Materie. Ich habe vor einigen Tagen
die Homepage einer Rechtsanwaltskanzlei auf der Startseite gelesen. Versicherungsrecht ist mittlerweile derartig komplex, dass sich die wenigsten Juristen damit aus dem Stand kupft auskennen. Mhm. Ist leider Gottes zu bestätigen, Versicherungsrecht am Juridikum ist ein Freigegenstand, wenn Sie es so wollen, wie Seidenkrawatten malen. Und auch 90% der Anwälte haben ein Versvergehen ihr Leben nicht einmal in der Hand gehabt. Mhm. Und das macht die Sache nicht einfacher. Mhm. Frage gleich mal, wenn ich jetzt Unternehmerin bin und ich brauche eine Versicherung, die alles abdeckt, die gibt es nicht. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber welche brauche ich denn unbedingt, abgesehen von der Haftpflicht? Haben Sie eine Glaskugel? Ich würde mal sagen, hoffentlich brauchen Sie in Ihrem Leben überhaupt nie eine Versicherung. Mhm. Und am Ende Ihrer Tage können Sie sagen, ich habe zwei Beneordner voll Versicherungen besessen und diese auch bezahlt und ich habe nie eine gebraucht. Weil dann kann ich Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit garantieren, Sie haben ein schönes Leben gehabt. Weil immer dann, wenn eine Versicherung eine Leistung bringt, sind in Ihren Lebenssituationen passiert, die wollen es nicht. Also diese Grundeinstellung sollte man gegenüber diesem Thema einmal in jedem Fall haben. Wenn Sie zu einem unabhängigen Berater gehen, was bedeutet unabhängig? Das sind rechtlich gesehen Versicherungsmakler. Von den 50.000 Vermittlern, die behaupten, sich mit dem Thema auszukennen, gibt es 4.000 nur im ganzen Land, die tatsächlich unabhängig sind. Also sehr wenig. Die unterliegen dem sogenannten Maklergesetz. Da haben Sie in § 28 Vorschriften, die besagen, Sie haben eine Risikoanalyse zu erstellen. Das ist unser Job, das Risiko des Kunden einzuschätzen, mit ihm zu bewerten und ein Deckungskonzept zu erstellen. Und da ist der Unternehmer einmal extrem gut rechtlich abgesichert durch dieses Maklergesetz. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, ist es so, dass das wirklich maßgeschneidert werden muss für jedes einzelne Unternehmen. Es ist eine tolle Zusammenfassung, ja. Ich hänge gleich meine nächste Frage dran. Die wäre nämlich, jetzt hat natürlich jede Branche andere rechtliche Situationen, andere Haftungssituationen. Wie schaut denn das mit Branchenspezialisten aus, wenn ich Versicherung brauche? Gott sei Dank haben sich in den letzten 10 Jahren in der Versicherungswelt Spezialisten auf bestimmte Branchen oder Spezialisten auf bestimmte Themen entwickelt. In der Medizin haben wir das schon ewig. Die Juristerei meiner Meinung nach ganz stark nachgezogen, Lichtjahre vor der Versicherungswelt noch. Und die Versicherungswelt als Nachzügler mit Spezialisierungen ist eigentlich immer im Stärkerwerden. Herr Dr. Latke, jetzt frage ich Sie, wenn man ein Unternehmen gründet, hat man oft ein gewisses Geschäftsmodell. Das ändert sich aber im Laufe der Jahre manchmal hier und da. Was tut man denn da? Was macht man denn da aus rechtlicher Sicht, damit das auch wirklich passt? Also da würde ich jetzt gerne aus der Sicht des Gewerbejuristen antworten. Da muss man zwei Sachen beachten. Das eine ist, dass die Gewerbeberechtigung tatsächlich auf die Person lautet, die das Gewerbe auch faktisch ausübt. Es ist oft so, dass Unternehmen als Einzelunternehmer gegründet werden, dann eine gewisse Größe erreichen, dann kommt man vielleicht auch aus Haftungsgründen zu der Überlegung, dass eine Kapitalgesellschaft, also beispielsweise eine GmbH, zu gründen ist. Man macht das auch, man überträgt das Unternehmen auf die GmbH und in Zukunft ist es die GmbH, die das Geschäft faktisch ausübt. Die Gewerbeberechtigung lautet aber immer noch auf den Unternehmensgründer, also auf einen Menschen. Und da gibt es manchmal den Irrtum, dass diese Gewerbeberechtigung der natürlichen Person ausstrahlt auf seine Gesellschaft. Dem ist aber nicht so. Die Gesellschaft als juristische Person kann unabhängig von ihren Gesellschaftern Träger von Rechten und Pflichten sein. Und eines dieser Rechte, das die Gesellschaft tragen kann, ist das Recht, ein Gewerbe auszuüben, also die Gewerbeberechtigung. Und es ist wichtig, dass die Gewerbeberechtigung immer auf die Person lautet, die faktisch und vor allem rechtlich das Gewerbe ausübt. Das heißt, wenn die Rechnung von der GmbH kommt, muss die Gewerbeberechtigung auch auf die GmbH lauten und nicht auf ihren Gesellschafter. Das ist das eine. Und das andere, was man beachten sollte, ist, ob die Gewerbeberechtigung als solche von ihrem Umfang her zu den angebotenen Leistungen passt. Oft hat man ja bei der Unternehmensgründung gewisse Vorstellungen, wer die Kunden sein werden, welche Dienstleistungen und Services von diesen Kunden nachgefragt werden.
Und das kann sich im Laufe der Zeit, im Laufe der technischen Entwicklungen vielleicht ändern. Und es kann sein, dass eine Gewerbeberechtigung, die vor Jahrzehnten erlangt wurde, überhaupt nicht mehr zu den Leistungen passt, die nunmehr angeboten werden. Dass zum Beispiel ein Unternehmen gegründet wird als Berufsfotograf und dass dann aber die Entwicklung dahin geht, dass man eigentlich als Webdesigner arbeitet. Und da empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit, vielleicht so alle 5 Jahre einmal innezuhalten und Rücksprache zu halten, vielleicht auch von uns im Rechtsservice, ob eigentlich alle Gewerbeberechtigungen, die in einem Unternehmen vorhanden sind, überhaupt notwendig sind. Vielleicht geht es auch mit weniger Gewerbeberechtigungen. Vielleicht braucht man aber auch eine zusätzliche, weil man jetzt breiter aufgestellt ist als bei der Unternehmensgründung. Und vielleicht braucht man auch ganz einfach andere, weil sich die Nachfrage geändert hat und eben nicht mehr die gleichen Voraussetzungen gegeben sind wie bei der Unternehmensgründung. Was sagt man denn aus Versicherungssicht dazu, wenn sich da tatsächlich andere Voraussetzungen sind? Wie weit muss man denn die Versicherung anpassen? Viel dringender noch ist das Gewerberecht, weil im Gewerberecht gibt es eine Strafe, die man aus der Portokasse zahlen kann. In der Versicherung das nicht zu beachten, kann bedeuten, dass die komplette Existenz im Eimer ist. Beispiel von letzter Woche, sehr großer Fahrradhandel teilt uns mit, wir machen ab nächster Woche Leistungsdiagnostik. Also wirklich Spiroergometrie im Radgeschäft mit Menschen, die das tun dürfen. Aber wenn da einer mit einem Herzinfarkt vom Fahrrad runterfällt, ich habe im Gewerbeumfang des Geschäftes und dementsprechend auch nicht in der Versicherung eine Deckung für solche Fälle. Und das muss dann individuell eingebaut werden. Und wenn man das vergisst, das wird nicht lustig. Das heißt, unbedingt dran denken, die Versicherungen anzupassen an Veränderungen also, im Unternehmen. Ich sag meine Kunden immer, ab heute machen sie in ihrem Leben keinen Schritt mehr, ohne mit mir darüber zu reden. Jetzt merken wir, dass natürlich Rechthaftung ein Riesenthema ist. Wir werden da heute nicht alles besprechen können, aber es gibt Hilfe, denn es gibt Veranstaltungen dazu. Was ist denn da geplant? Genau, wir haben uns aufgrund dieses Riesenthemas, dieser Komplexität auch überlegt, das ganze Jahr 2023 unter dieses Motto zu stellen. Es wird an einigen Konzepten für Veranstaltungen, Frühstück, Workshops gearbeitet und deswegen empfehle ich allen, lesen Sie den Newsletter, schauen Sie in Ihre E-Mails, ob es Einladungen gibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort treffen und über das Thema plaudern könnten. Und den Link zur Veranstaltung, zu den Veranstaltungen, zu den Terminen, den blenden wir für Sie ein. Meine letzte Frage geht an Sie als Rechtsexperten. Was fassen Sie denn zusammen? Was würden Sie Unternehmerinnen und Unternehmern denn empfehlen aus rechtlicher Sicht? Was ist das Konklusion unserer heutigen Sendung? Also ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist, dass man schon bei Beginn aller Vertragsverhandlungen oder noch vor Vertragsabschluss sich die Zeit nimmt zu überlegen, was möchte ich regeln, was möchte mein Gegenüber, haben wir die gleichen Vorstellungen und wie können wir das bestmöglich in einen Vertrag gießen. Und der zweite Schritt ist, wenn es dann doch zu irgendeiner Reklamation oder zur Geltendmachung von Ansprüchen kommt, suchen Sie den Konsens, seien Sie lösungsorientiert, bieten Sie ein Vergleichsangebot an und gehen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand. Man sieht sich immer zweimal und man sollte immer danach trachten, dass man eine Lösung findet, mit der alle Vertragsparteien leben können. Ein sehr schönes Schlusswort. Wir merken ein großes Thema. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Und wir haben es im Beitrag gehört, besser einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Und mit dem gehen wir aus der Sendung. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Die heutige Sendung wurde aufgezeichnet und steht demnächst in der Mediathek von WKO im Bezirk und auf YouTube für Sie zum Nachschauen bereit. Falls Sie Fragen haben zum Thema oder uns Feedback zukommen lassen wollen, bitte tun Sie das. Schicken Sie uns eine E-Mail an onair@wkw.at. Eine Ankündigung zum Schluss. Die nächste Sendung findet in 2 Wochen am Mittwoch, den 12. April von 9 bis 9.30 Uhr statt. In dieser Sendung haben wir Wirtschaftskammer Wien Bezirksobmann Christian Timmermann für den 22. Bezirk mit einem weiteren spannenden Thema bei uns zu Gast. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, wenn Sie wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.